Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Council. So, wir haben jetzt das geheime Büro von Lord Mortimer gefunden. Mal gucken, was der hier alles hat. Sehr geehrter Lord Mortimer, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere Pläne für Polen zum Scheitern verurteilt sind. Russland und Preußen tun alles dafür, um unser geliebtes Polen auszubluten. Wir haben dort keine Macht. Wir sorgen weiterhin für so viel Druck an der preußischen Grenze, wie wir können, um die Armee von Friedrich Wilhelm zu beschäftigen. Aber ich weiß nicht, wie lange wir das noch fortsetzen können. Ihr Gegner, die Innerin Elfriede Bauer. Sehr geehrter Lord Mortimer, mit diesem Brief möchte ich Sie bitten, Präsident Washington davon zu überzeugen, den fugitive Slave-Akt in seiner jetzigen Form nicht zu unterzeichnen. Alle Aspekte, die mit der Sklaverei zu tun haben, müssen wir unbedingt auf nationaler Ebene in Angriff nehmen und dürfen nicht zulassen, dass einzelne Bundesstaaten ihr eigene Süppchen kochen. Das Gesetz war ursprünglich zur Beilegung eines Konflikts zwischen Pennsylvania und Virginia gedacht, aber wenn wir es verabschieden, riskieren wir die Jagd nach Schwarzen zu legalisieren. Immer mehr halbseidene Menschen werden zu Sklavenjägern und wenn sie schließlich keine Sklaven auf der Flucht finden, schnappen sie sich den erstbesten Schwarzen und liefern ihn als den Gesuchten ab. Es besteht die Gefahr, dass sich die Lage schnell verschlechtert. Vielen Dank im Voraus. Ihr Freund John Adams. Base, grüßen Sie bitte meine Tochter Elizabeth. Oh ja, macht sie noch. Mein Lord, ich hoffe inständig, dass Sie diesen Brief erhalten. Meine Tage sind gezählt. Mein Verlagshaus wurde geschlossen und ich wurde in der Festung Schlüsselburg eingesperrt. Wenn es Ihnen möglich wäre, ein gutes Wort für mich einzulegen, stünde ich auf ewig in Ihrer Schuld. Kaiserin Katharina wird nicht lange damit zögern, alle Logen des Goldenen Ordens in ihrem Land zu verbieten. Uns stehen sehr dunkle Zeiten bevor, in der Hoffnung, dass Sie mir helfen. Nikolai Novikov. Karte von Afrika, ja. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent. No doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. It shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns, even for Mortimer. Boah, der über seine Finger im Spiel. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. Boah, was habe ich jetzt alles schon bekommen? Ehrlich, Theologe. Ja, Etikette Stufe 2 ist ja schön. Da bin ich auch gleich Stufe 2, brauche ich 2 Punkte, da 2 Punkte. Da auch nur 2 Punkte. Oh, es geht dahin, es geht dahin. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. Das Geschenk wird überbracht. Timur Shah Durrani, König von Afghanistan, des Punjab, des Sindh, von Mashhad und von Kaschmir dürfte seinen Titel recht bald verlieren. Wie geplant wird sein Sohn Zaman ihm nachfolgen. Danach werden wir die Verhandlungen wieder aufnehmen können. Von Amerika. Nein, Mann. This shows the forces present in America. Halt. Mein lieber Freund, das Zeichen des Dankes für Ihre Dienste und Hilfe beim Kampf gegen die Spanier und bei der Eroberung von Oran. Wurde ein Schiff gemietet, das unterwegs nach Marseille in Frankreich ist. Versteckt an Bord befinden sich einige Leichen, die mit der Pest infiziert sind, welche die Bevölkerung unseres Landes momentan dezimiert. Seien Sie äußerst vorsichtig mit den Kisten, denn wenn sie unkontrolliert geöffnet werden, besteht die Gefahr, dass sich die Seuche in ganz Frankreich ausbreitet. Oha. Oh, werter Freund, wie gewünscht konnte ich meine Freunde versammeln, damit sie die Vereinbarung unterzeichnen, die sie vorgeschlagen haben. Diese Vereinbarung soll Buttonwood Agreement genannt werden. Wenn Sie sich an den Baum erinnern, unter dem wir uns das erste Mal versammelt hatten, verstehen Sie sicher, warum wir uns auf diesen Namen geeignet haben. Aber finden Sie eine Liste meiner Kollegen. Thanks, Mr. Armstrong. Danke Ihrer Unterstützung. Werden wir uns bald in meinem Haus, dem Tontin Coffeehaus, treffen können. Ich freue mich drauf, Sie möglichst bald wiederzusehen. Hugh Smith. Achso, Gold Elixier. So, da gibt es jetzt 3 Sachen.
Mein lieber Freund, ich habe Ihre Nachricht erhalten und verstehe Ihre Lage. Ich bedauere es, dass wir uns militärisch gegenüberstehen müssen, aber wenn die Situation es erfordert, Krieg zu führen, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Ihre Anweisungen folgend und schweren Herzens werde ich mich nun zu der Ihnen feindlich gesinnten Koalition begeben. In der Hoffnung, Ihnen wieder dienen zu können. Jotri, König von Hannover. William, ganz gleich, das, was du planst, ist unser Vater offensichtlich dagegen, dass du Europa im Griff hast. Russland wird sich schon bald der Koalition gegen dein geliebtes Frankreich anschließen. Ich glaube nicht, dass du diesen Druck wirst lange standhalten können. William, ich flehe dich an, endlich beizugeben. Du reißt unsere Familie auseinander. Dein dich liebender Bruder, geh. PS, ich komme gerne zu deiner Konferenz, aber denkst du wirklich, dass es eine so gute Idee ist, sie ausgerechnet in dieser Zeit zu halten? Geh, ist es nicht so Gregory? Kann das sein, Gregory Holm? It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Mein lieber Lord Mortimer, als großer Freund von China werden Sie für Ihre Information gebührend belohnt werden. Sie müssen sich keine Sorgen über etwaige britische Pläne gegen uns machen. Mr. McCartney, der britische Abgesandte, wird ohne jede Hoffnung und Vereinbarung mit uns von hier aufbrechen. Ihr Freund Quirin Long, Kaiser. It's locked. Mhm. Sir, Ihr Plan, in Belgien einzugreifen, wird ganz wie vorgesehen ablaufen. Ich werde die preußische Armee beschäftigen. Ihre Kanonenlieferung nach Valme hat uns den Sieg gesichert. Wie besprochen, habe ich den preußischen König über die Pläne von Kastin und die Nordarmee betreffend informiert. Die Österreicher werde ich aus Belgien heraushalten. Ich muss mich zügig nach Paris begeben, denn ich habe das Gefühl, dass das Schicksal unseres Königs Ludwig auf ehrenhafte Weise besiegelt werden soll. Und ich kann da nicht tatenlos zusehen. Wenn Sie mir Botschaften übermitteln wollen, empfehle ich Ihnen, dass wie üblich über unseren Freund Monsieur Peru zu tun. Schauen wir mal, ob Sie den Mut haben, sich alleine mit mir zu treffen. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is this stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Ja, steck mir mein, ne? Boah, gibt's so viel zum Ansehen. Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Something strange about this table. The little surgeon's perfect collection. Oh, ich habe eine Immunität gefunden. Überzeugung und Wissenschaft, okay. Strange. I don't recognize the alphabet. I wonder where the pictograms are from. It isn't Egyptian or Hebrew. There are two inscriptions on the sides as well as on the top. No way to know what's underneath. Absolutely no idea what it's for, but I find this cube fascinating. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. Uh-huh. Through feathers. Pigeon, probably. Herr, um's Käfige. A skeleton. By the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. Sehr geehrter Lord Mortimer, wie vereinbart habe ich Ihr altes Schloss durch eine meiner Erfindungen ersetzt. Hier ist das Modell Ihres neuen Schlosses, bei dessen Entwicklung ich mir von Ihrem Freund Monsieur Gulotin, oder wie man es ausspricht, habe inspiriert lassen. Es mag schwierig sein, sich das Ganze vorzustellen, aber das Schloss wird in der Mitte der Tür eingesetzt. Die Funktion der Tür wird dabei nicht geändert, aber sie wird dadurch sicherer.
Je nach Konstellation der Scheiben wird entweder das Schloss geöffnet oder der Eindringling, dessen Glauben nicht stark genug ist, bestraft. Ich habe meine Erfindung Glaubensprobe genannt, denn wer auch immer nicht starken Glaubens ist, wird bestraft werden. Ich hoffe, dass Sie die Ironie darin erkennen. Und sich selbst Meisterarchitekt, okay. Ah, das war's. Da ist was. Lord Mortimer, der Tiger liegt im Sterben. Auf Ihre Bitte hin habe ich Travancore angegriffen und höchstpersönlich so viele Engländer wie möglich die Kehle aufgeschlitzt, allerdings ohne französische Hilfe. Ich kann den Feind nicht mehr länger aufhalten. Die Zahl meiner Truppen nimmt trotz ihrer neuen Raketen zu schnell ab. Helfen Sie uns. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. Ach schau, ich hab sogar Schelena. It is a typical draw in a line that answers a specific question. To the left, temperance, that announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Oh, das sind ja gute Karten für ihn. Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. And it seems as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Sehr interessant. Hmm. That must be for writing the homing pigeon messages. Ah, Brieftauben sind das alles, klar. Karmelitengeist, sehr schön. Sehr geehrter Lord Mortimer, ich möchte hiermit meine Ergebenheit erneut betonen. Wie abgemacht, wird sich der Landbevölkerung von Vindé schon bald erheben. Meine Kameraden tun alles dafür, den Druck auf die Massen zu erhöhen. Die Entscheidung der Nationalversammlung, den Klerus zum Eid auf die bürgerliche Verfassung zu verpflichten, sorgt für heftige Reaktionen in der Region. Das Volk lehnt die Kleriker mit großer Mehrheit ab und schwört dem Staat die Treue. Wenn sie dafür sorgen könnten, dass der Nationalkonvent den finalen Schlag gegen die Bevölkerung ausführt, wäre die Sache so gut wie durch. Ein Vorschlag wäre die Zwangsrekrutierung der Leute für einen weit entfernten Konflikt. Das wäre das perfekte Mittel, um die Menschen vollends revoltieren zu lassen. Ein ergebener Diener. Boah, das ist ein Name. Schlüssel mit einem kulten Feuersymbol. Am I seeing things or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the order, it took us ages to get one of those. Wissenschaft. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Oh, zufällig haben wir sie gefunden. Aber egal. Jetzt habe ich das mit Wasserball gefunden, danke. Noch eine Sammelmünze. Noch eine Sammelmünze. Ja, wie viele gibt es denn? Habe ich so viele jetzt gefunden? 33 habe ich jetzt. Ah! Ah! Mein werter Freund, es verläuft alles so, wie wir geplant haben. Der Kassierschacht wurde verabschiedet und Ihr Projekt, die erste Bank Amerikas zu öffnen, dürfte sich nicht verzögern. Sie wird vermutlich Union Bank heißen. Der Baubeginn des Weißen Hauses ist im Übrigen weiterhin für Oktober geplant. Ich werde keine Verzögerung hinnehmen, vertrauen Sie mir. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, Thomas Jefferson, Außenminister. War der nicht mal Präsident auch da? Habe ich das schon gelesen? Ja, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es am bald möglich sein wird, den Druck durch die Russen zu ignorieren. Kaiser Katharina will den Grafen der Provence um jeden Preis unterstützen und ihn als den Regent des Königreichs Frankreich anerkennen. Sobald König Ludwig von der politischen Bühne verschwunden ist, es tut mir leid, so schlechte Nachrichten zu ermitteln, aber stellen Sie sich besser auf turbulente Zeiten ein. A fine looking map of the Orient, indeed.
Toll, das war's. Finde deine Mutter. Kann ich wieder rausgehen? Oh shit. How am I gonna get out of here now? Kannst du nicht reden wieder? Scheiße, muss ich die Zahl nochmal wissen? Na, weißt du? Sechs, sieben, acht. Ach so, ich muss jetzt rückwärts denken. Ich jetzt auf 1 oder auf... Jetzt müsste eigentlich 1 stehen, ne? Und unten ist in der Ecke, das ist ja vorne, ja? Da müsste 1, 1, 1. Bin ja umgekehrt, da muss ich denken. Ah! Also der 1. 1. Ach! Wieder überklickt. 1, zumindest da noch da 1 passt. Da muss jetzt 9 stehen bei dem. Jetzt müsste auf der anderen Seite 1191 sein. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Whoa. If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. It doesn't seem to be working. Ich glaube, es war 1191, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ist ganz sicher sogar. This looks like the same mechanism as the one on the other side. War schon 1191, oder? Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, scheiße. The mechanism passes through the wall. The wheels are the same on both sides. Chances are the combination I used on the other side works on this side too. Aha, also hier 1191 eingeben, okay. Mein Gott, ich drücke immer zu oft. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ich dachte, das genommen wäre besser gewesen, oder? These cylinders rotate on the same central axis, so when I enter a number on one side, it corresponds to another one on the other side. Ah, dann umgekehrt, ja. Dann muss hier 1 sein und hier 9. So müsste es passen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Scheiße. Ja, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war. The wheels are stuck. Shit! I'm cornered like a rat.
Ups, wenn es ist laut Mortimer, findet es nicht so gut. What? Someone's coming. Please don't let it be Mortimer. Who is it? Deliberately avoiding me. 4 years ago, I was his favorite. But nowadays, I have to ask for an audience with his lordship. Damn it! It's Peru. I don't know if I should, but... Well, that's it. I've had enough of being humiliated. I'm wasting my time here. After everything I've done on his behalf, he dares treat me like a lackey? Sir Peru! It's Monsieur de Richer. I've locked myself in behind the painting. Help me get out, please! What are you playing at, goddammit? There's a pedal under Lord Mortimer's desk. Can you see it? There's no... Hang on. Yes. Good. Now press it. Yeah, yeah. Done. You should see something resembling a frame with numbers. Yes? You have to turn them to set the combination. 1191. 1191. Also was doch die richtige Zahl. Well, well, well. Poking our nose into Mortimer's little secrets, are we? You do surprise me. It's not what you're thinking. I'll explain everything. No, you will not, sir. It has nothing to do with me, and by the way, I never even saw you. So, I'll be on my way now. Thanks again. I'm indebted to you. I won't forget this. Yeah. Goodbye. Noch mal Glück enough time. I better get moving if I want to find my mother. So ist es, Leute. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.